Unser nächstes Ziel ist die in der Nähe der Königsgräber gelegene heilige Quelle Tirta im Pool. Die Quelle liegt in einer weitläufigen Tempelanlage. Einige Bereiche sind den Gläubigen vorbehalten und für andere Besucher nicht zugänglich. Hier geht's zur heiligen Quelle. Na, der Rock steht doch wohl etwas weit ab. Um ungewollte Einblicke eines dreisten und ungläubigen Videoreporters weitgehend auszuschließen, hilft man sich selbstverständlich im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Unser nächstes Ziel ist der Ort Tegalalang mit seinen Reisterrassen. Hier fällt der Blick zunächst auf eine Baustelle. Das ist mal eine Dachkonstruktion. Tja, Baumaterialien wie Bambus und eine spätere Eindeckung mit Palmwedeln machen es eben möglich. Und dann lassen wir den Blick schweifen. Leider bleibt uns heute für einen Spaziergang keine Zeit. Naja, man kann eben auch nicht alles haben. Dann führt uns unser Weg zurück nach Ubud, dem Ausgangspunkt unserer Rundreise.